Du hast dich schon immer für Autos und Fahrzeuge interessiert und vielleicht auch schon in deiner Freizeit an welchen rumgeschraubt? Dann könnte der Beruf des Kraftfahrzeugmechatronikers bzw. der Kraftfahrzeugmechatronikerin genau der richtige für dich sein. KraftfahrzeugmechatronikerInnen sind vorrangig für die Wartung und die Reparatur von Karosserien, Kraft- und Nutzfahrzeugen und Motorrädern zuständig. Sie planen Kunden- und Serviceaufträge und führen diese anschließend durch. Dabei berücksichtigen sie die Wünsche ihrer Kundschaft. Auch die Herstellung von Fahrzeugen sowie deren Umbau und Ausrüstung gehört zum Aufgabengebiet von KraftfahrzeugmechatronikerInnen. Außerdem beraten sie ihre Kundschaft und kontrollieren und dokumentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit. Die Ausbildungsdauer dieser Ausbildung beträgt 3,5 Jahre und während dieser 3,5 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 970 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 1035 Euro im zweiten Ausbildungsjahr, ca. 1120 Euro im dritten Ausbildungsjahr und ca. 1180 Euro im vierten Ausbildungsjahr rechnen. Du arbeitest in dieser Ausbildung während der Werktage und deine Einsatzorte sind Reparaturwerkstätten, Karosseriebaubetriebe und Hersteller von Motorrädern, Nutzfahrzeugen und Kraftfahrzeugen. Was deine Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten anbelangt, so hast du die Möglichkeit, dich zur Meisterin oder Fachwirtin fortbilden zu lassen oder du studierst anschließend. Keine Sorge, es gibt noch mehr Möglichkeiten der Fortbildung. Weitere Informationen findest du unter dem Link unten in der Videobeschreibung. Es gibt in dieser Ausbildung 5 Schwerpunkte. Die unterschiedlichen Schwerpunkte legen fest, mit welcher Art von Fahrzeug du dich beschäftigst. Im Schwerpunkt Karosserietechnik bist du allerdings mit der Herstellung und Wartung von Karosserien beschäftigt. Im Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik arbeitest du an Fahrzeugen mit Elektro- und Hybridantrieb. Diese Ausbildung läuft dual ab. Das bedeutet, du verbringst deine Zeit also nicht nur in deinem Ausbildungsbetrieb, sondern auch in der Berufsschule, wo du dich dann vorrangig mit den theoretischen Hintergründen deiner praktischen Arbeit beschäftigst. In der ersten Ausbildungshälfte stehen dort Themen wie die Inspektion von Fahrzeugen, Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen und die Instandsetzung von verschleißbehafteten Baugruppen und Systemen auf dem Lehrplan. In der zweiten Hälfte beschäftigst du dich mit Bereichen, die sich vorwiegend auf den von dir gewählten Schwerpunkt beziehen. Parallel zu diesen Themen vermitteln dir deine AusbilderInnen im Betrieb viel praktisches Können, das du für dein späteres Berufsleben brauchst. Auch hier beschäftigst du dich in der ersten Ausbildungshälfte mit allgemeinen Themen wie die Bedienung von Fahrzeugen, die Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten und das Diagnostizieren von Fehlern und Störungen an Fahrzeugen und Systemen. In der zweiten Hälfte der Ausbildung steht auch im Betrieb dein Schwerpunkt im Mittelpunkt. Deine Abschlussprüfung besteht aus 2 Teilen, von denen der erste vor Ende deines zweiten Jahres stattfindet, während du den zweiten Teil am Ende der Ausbildung absolvierst. Beide Teile bestehen aus Arbeitsaufträgen, einem Fachgespräch und schriftlichen Aufgaben. Abgesehen von deinen Prüfungen ist auch das Berichtsheft, das du während deiner gesamten Ausbildungszeit führst, für das Abschließen deiner Ausbildung relevant. Am notwendigsten ist natürlich dein handwerkliches Geschick und viel Fingerspitzengefühl. Du musst sehr genau arbeiten können, um diesen Beruf meistern zu können. Außerdem ist wichtig, dass du schnell Lösungen finden kannst und diese bei Problemen sofort in Angriff nimmst. Wenn du viel Abwechslung im Beruf haben möchtest, körperliche Arbeit magst und dich für Fahrzeuge interessierst, wird diese Ausbildung sehr gut zu dir passen. Eine kleine Anmerkung, schulisch bringst du im Optimalfall noch einen Realschulabschluss mit. Jetzt gibt es für dich noch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte dieser Ausbildung. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.